Rechten, weil der Bauer sich so sonst nichts leisten konnte. Da kommen wir dann nachher auch noch mal zum Problem, was der Stock hat. Geht das gleich wie gerade? Ja. Okay. Wie du willst. Wie würde das aussehen, wenn man mit dem Stock halbwegs umgehen kann? Der erfahrene Krämpfer, ja, man sieht anhand meiner Handhaltung schon ganz genau, was ich machen will. Weil ich habe die eine Hand unten, die eine Hand oben. Das heißt also, ich kann nur von da, ich kann nur parallel zum Körper oder ich kann senkrecht draufschlagen. Alles andere bedingt eine Verwindung der Arme, die für mich etwas ungünstig ist. Das ist der normale Bauer. Er hat jetzt zu dieser Jahreszeit genügend Zeit, um seine Kornernte einzubringen. Der hat keine Zeit, sich mit dem Stock zu üben oder zu kämpfen zu üben. Er hat keine Ausbilder dafür. Der hat Hilfe! Magische Gerätschaften brachten mich dazu, dass ich zur Gänze aus dem Jubeln kein geringerer als der Graf von Berg. Jubel ihm zu! Zum Zweiten, kein geringerer als der Fürst von Württemberg. Jubel ihm zu! Jubel, 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 jubel! Und zum Dritten, kein geringerer als der Burggraf vom Drachenfels. Jubelt, 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 jubelt. Jubelt, 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 jubelt. Und ihr sollt euch am heutigen Tag ein wenig parteilich zeigen, aber es fällt mir schwer, euch denn so zu teilen, dass ich euch das... Ich höre das... Wunderbar. Und wenn... Lauter! Es ist für euch alle, hoher Herr... Es ist für euch alle, hoher Herr, ein Ruf für euch alle am heutigen Tage. Und wenn's nicht gelingt, dann zähle ich auf drei und dann bringt ihr gemeinsam ein Auweia hervor, ja? Also eins, zwei, drei. Jetzt gilt es wahrlich, geschickt die Grenzen zu weisen.
sein. Dieselben Gesetze stecken, die von selber erfunden, die für Ringlein an der Lanzenspitze wohnen. Und das könnte mit einem Applaus beitun. Beginnen bei Durau und Herr. 1, 2, 3.